Hallo, mein Name ist Natalia, ich bin ein Herren-Make-up-Artist aus Berlin. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial mit meinem Model Elisa. Wir haben damit angefangen, dass wir Elisas Gesicht vorbereitet haben. Das heißt, wir haben es gepeelt und eingecremt und haben auch etwas Lippenbalsam auf die Lippen getan. Das Make-up starte ich mit einer Cream Foundation. Ihr könnt euch einen feuchten Schwamm zur Hilfe nehmen, damit die Foundation sich besser verteilen lässt. Jetzt gehe ich ein paar Töne dunkler, um dem Gesicht ein bisschen Tiefe zu verleihen, aber das nicht so stark zu kontrollieren. Als letztes verwende ich etwas Concealer. Um die Schatten unter dem Auge aufzuhellen, verwendet ihr einen etwas helleren Ton. Um kleine Hautunreinheiten zu concealen, nehmt ihr lieber einen Hautton. Um das überschüssige Hautöl zu entfernen, benutze ich einen kleinen Make-up-Schwamm und eine Schicht eines Taschentuchs. Um die Foundation abzuschließen, verwende ich jetzt noch etwas von losen Pudern und verteile das überwiegend in der T-Zone. Jetzt kommt noch etwas Rouge auf den höchsten Punkt der Wange. Auf die Augen trage ich jetzt gelben losen Lidschatten auf. Wenn die Pigmentierung mit dem Pinsel nicht ausreicht, da kann man einfach seinen Finger benutzen und den Lidschatten auf das Lid pressen. Ich verwende blauen Mascara und nehme mir meinen kleinen Make-up-Schwamm wieder zu Hilfe. Zuerst versuche ich Elisas Augenbrauen etwas dunkler zu machen, damit man sie besser sehen kann. Und dann kommt der spannende Teil. Ich habe die Brauen jetzt aufgefüllt und verwende jetzt noch ein Augenbrauengel. Und jetzt zu dem spannenden Teil. Ich fange an mit einem Creme-Lidschatten, was einen festen Finish hat. Die Farbe setze ich dann direkt unter den Brauenbogen. Jetzt verwende ich noch Fettfarben in zwei unterschiedlichen Blautönen, um dem ein bisschen Struktur zu verleihen. Ich finde es ganz cool, dass die Augenbrauen durch die Fettfarbe so einen 3D-Effekt bekommen. Als nächstes bekommt Elisa noch die Lippen in einem korallfarbenen Lipgloss und die Farbe setze ich einfach nur mit dem Finger auf die Lippen. Als letztes möchte ich Elisas Gesicht noch etwas highlighten, allerdings mit keinen Glitzerprodukten, sondern einfach nur mit etwas Körperbalsam.